Ach, da. Ich wollte doch sagen, ich habe doch irgendwo hier eine Algenproduktion gehabt, aber geht doch. Und dann passt es. Dann habe ich jetzt wieder überall Plus. Ja, dann passt es. Dann kann ich später die Fabrik hier ausbauen und ja. Ja, perfekt. Dann mache ich jetzt Folgendes. Dann packe ich jetzt erstmal prophylaktisch überall große Parkplatzflächen hin. Ist zwar nicht ganz optimal, aber wie gesagt, dann kann ich hier später alles ausbauen. So, so. Und dann packen wir hier natürlich noch zack, 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 zack. Und schon haben wir hier eine riesige Fabrik innerhalb das Haus wollte ich auch nicht wegnehmen, aber eine riesige Fabrik innerhalb der Stadt. Und Entschuldigung, ich wollte euch nicht euer Eigenheim wegnehmen. Also, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Gut. Dann haben wir diesen kleinen Umbau abgeschlossen. Ich frage mich gerade, warum da hinten offene Flächen waren. Ne? Sie waren da, jetzt sind sie weg und die Probleme haben sich auch gelöst. So. Ein Haus passte hier nicht hin, ne? Schade. Wäre eigentlich schön gewesen, hätte man da noch ein Haus hinbauen können, weil diese riesige grüne Fläche hier, naja. Wir werden das mal ein bisschen kleiner und hübscher machen. Vielleicht so. Ja, soweit ist es ganz gut. 16.000 im Plus. 765. 765, 750 brauchten wir. Also 750.000 auf dem Mond. Da war doch was. Ich bin froh, dass wir nicht alleine stehen. Aber ich kann Ihnen wirklich nicht mehr als die Reste aus den Lagerhäusern der LEC bieten. Ist schon okay. Denn erstmal nehmen wir ein paar Titanplatten mit. Titanplatten sind immer gut. Achso. Ja, hey. Ich bin ja mal wieder zu vorschnell. Ich muss ja erstmal eine neue Route von Deuterium. Das hatte ich, glaube ich, schon 6 oder 7 Mal eingerichtet. Macht nichts. So. Arbeite Informationen. Jetzt kann ich hier unten wieder alles anspringen lassen, was wichtig ist. Haut die Bilanz runter. Tut es. Warnung. Unerfülltes Bedürfnis nach bestimmten Verbrauchsgütern. Genau. Und jetzt kann ich hoffentlich die Energiezelle bauen. Und wir sehen, dass das Ding ja riesig ist. Ich baue den erstmal hier. Es funktioniert tatsächlich. Sie haben gerade eine unerschöpfliche, saubere Energiequelle erzeugt. Das wird die Menschheit in eine neue Ära katapultieren. Super. Und jetzt teilen Sie Ihre Errungenschaften mit der Welt. Die Global Union möchte, dass Sie die 2 stärksten Energietransmitter bauen, die es je gegeben hat. Okay, wir schalten mal unsere Energieproduktion aus, weil habt ihr die Energiemenge gesehen? 3000? Da kann ich ja hier locker mal alles ausschalten. Aber ich habe oben natürlich jetzt dadurch gleich wieder von meiner 16.000 Plusbilanz nur noch 2. Okay, auf jeden Fall Fusionsenergiereaktor sieht gut aus soweit. Ich bin hier auch im Plus. Gut. Und das hier würde die Schwerkraft... Ich schalte es mal einmal spaßenshalber nur mal ganz kurz an. Haut mich in den Minusbereich. Kriege ich 2 raus. In der Überschussproduktion. Wenn ich da plus 2 habe. Interessiert mich nur mal, was passiert, wenn ich jetzt eine neue Route baue. Und zwar vom Mond
die Teile von da nach dort. Verarbeite Informationen. Ich will nur wissen, ob ich wieder in einen Plusbereich komme oder ob ich ganz große Probleme kriege. Aber momentan steigen meine Investoren wieder. Es kommen mehrere Leute rein. Also wir kriegen wieder mehr Zuwachs. Das könnte dann doch wieder in einer positiven Bilanz enden. Ich hoffe es zumindest, dass es das tut. Momentan sieht es ja noch nicht so rosig aus. Ich habe da noch einige Informationen für Sie. Ja, Sam befürchtet, dass eine negative Bilanz unser Fortkommen verhindert. Und ich gebe zu, das fürchte ich auch. Aber wir haben gerade eine neue... Oh, nett. Wir haben eine neue Stufe. Wir haben ganz viele Sachen gerade gekriegt. Unter anderem ein wenig Geld und die Negativbilanz nimmt ab. Sie nimmt sogar rapide ab. Denn wir kriegen ganz viele neue Leute. Logischerweise, die sind ja jetzt alle zufrieden, ne? Also kommen sie eher zu uns. Aber was natürlich ist, das Ding hier unten produziert natürlich noch nicht genug. So. Und wir können den Raumhafen dann zu einem Transmissionsraumhafen ausbauen. Ich guck mal ganz kurz. Energiezellen 25. Ich klick mal. Die Raumhafenerweiterung wird ausgeführt. Ich scheine sogar genug davon gehabt zu haben. Ich bin überrascht. Eigentlich dürfte das nicht gehen, weil wir nämlich zu wenig haben. Und auch die Zahl geht definitiv gerade in den Keller. Das würde bedeuten, dass wir jetzt gerade abbrechen. Output-Transferroute ineffizient. 3 Stunden. Fehlende Waren. Nicht 3 Stunden. 34 Minuten braucht er. Was natürlich blöd ist. Ganz doof. Und die Negativbilanz nimmt aber weiter ab. Sie nimmt weiter ab und wir kommen wahrscheinlich sogar wieder auf eine positive Bilanz, auch wenn das sehr, sehr, sehr knapp wird. Unter inadäquater Warenversorgung. Oh. Jetzt bricht es zusammen. Denn das Kraftwerk ist ausgefallen. Okay. Pausieren. Raumhafen-Upgrade angehalten. Definitiv. Pausieren. Wenn das Kraftwerk ausfällt, ist es ganz schlecht. Logisch. Und das ist deswegen ausgefallen, weil wir natürlich zu wenig Fusionsenergiezellen haben. Ist auch klar. Ich mache mal Folgendes. Das wird zwar meinen Investoren nicht gefallen, aber ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme nochmal diese Route hier raus. Gut. Zack. Sie sollten dieses Vorgehen auch in Zukunft öfter anwenden. Genau. Und dann schalten wir hier diese Fabrik, die Antigrafeinheiten, erstmal wieder aus. Und dann gucken wir uns mal ganz kurz nochmal den Raumhafen da oben an. Wir brauchen noch... gute Frage. Raumhafen Output von Transferrouten bei 0. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ja. Natürlich. Gegenmaßnahmen empfohlen. Ich schmeiße mal nochmal diese Dinger hier an. Ich weiß nicht, ob das ausreicht. Ja, reicht aus. Nicht optimal, aber... Moment mal, unsere Bilanz geht immer noch runter. Wieso geht die gerade runter? Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Kundenanalysen zeigen unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Ja, ja, ich weiß, dass ihr gerade unzufrieden seid. Aber ich bin eigentlich momentan ein wenig überrascht davon, dass die Bilanz gerade positiv war und jetzt gerade wieder in den Keller geht. Muss sie aber eigentlich auch, wenn du mal die Summen zusammenrechnest, sie muss ja in den Keller gehen. Die Frage ist, wo sie sich einpegelt. Wir verlieren Leute. Ah, natürlich verlieren wir Leute, weil wir jetzt, die Leute sind unzufriedener. Ja, ist logisch. Die Leute sind unzufriedener.
weil wir ihnen ja die eine Ware wieder weggenommen haben. Die sind ja extra wegen den Antigraf-Einheiten zu uns gekommen. Jetzt haben wir die ganze Sache gestoppt, was dazu führt, dass wir natürlich weniger Leute haben. Die ziehen wieder weg. Dann kriegen wir weniger Credits rein. Die Bilanz ist im Keller. Und wir haben echte Probleme. Für noch ganze 2 Minuten und 55 Sekunden. Darf ich einen Vorschlag machen? Ich denke, Sie sollten wie folgt vorgehen. Die 2 Minuten und 50 Sekunden werde ich aber, glaube ich, noch überleben. Ich denke, das kriege ich hin, wenn ich jetzt einfach sage, okay, pass auf. Wir haben noch 192.000 Credits. Es geht zwar rasant bergab, ja, aber wir müssen noch 2 Minuten 30 Sekunden das Ganze überbrücken. Momentan verlieren wir 1690 Credits ungefähr in der Bilanz, aber das müsste trotzdem nicht so schlimm sein, das könnte verkraftbar sein. Und ich hoffe, dass in 2 Minuten 10 Sekunden das Ding hier in Ordnung ist. Denn anschließend werde ich mal spaßenshalber... Ne, das können wir eigentlich jetzt schon mal machen. Wir wechseln mal zu Kap Amba. Da sollte ich ja gucken. Ich soll ja in Kap Amba das Ding auch ausbauen. Und mich interessiert mal, was ich da brauche. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was wir da brauchen, um den Raumhafen auszubauen. Es ist... genau das gleiche. Hahaha. Also müssen wir rein theoretisch nicht nur 5 Minuten überbrücken, wir müssen also 10, 15 Minuten überbrücken mit einer Negativbilanz. Das könnte natürlich knapp werden. Könnte, muss nicht. Ich hoffe, dass es das nicht wird. Ich bin immer unterwegs und versorge die LEC-Kolonien, die sich gegen die Orbital Watch auflehnen. Sie möchten das auch tun? Dann handeln Sie mit mir. Na gut. Ich lasse erstmal diesen Raumhafen hier ausbauen. Noch eine Minute. Eine Minute ist eigentlich nicht so lang und trotzdem erscheint es einem, wenn man auf etwas wartet, dann endlos. Und hier haben wir natürlich das Problem, dass momentan die Energiequelle gar nicht stimmt. Aber was passiert denn, wenn ich das einfach mal ausschalte? Ist klar, dann haben wir zu wenig Energie. Unerfülltes Bedürfnis an bestimmten Gütern. Die Summe ist aber besser, also die Bilanzsumme, dann steigen wir. Vielleicht sollten wir das einfach, also sollte ich das so machen, dass ich die Energiegeschichte runterschalte, den Raumhafen ausbauen. Da ist die Produktivität jetzt nicht so hoch, aber das soll mich momentan nicht stören. Ich denke, das lassen wir erstmal so. Ja. Raumhafen bereit zur Weiterentwicklung. Gut, na dann, los geht's. Die Energiekrise, oh ja. Erst führt die Global Union die Erde an den Rand des totalen Blackouts. Dann drängen sie die Mondbevölkerung zu einer Lösung. Und jetzt wollen sie uns die Früchte unserer Arbeit stehlen. Aber das lassen wir nicht zu. Okay, dann werde ich jetzt eine Handelsroute einrichten für Energiezellen von, neue Route. Und zwar Mond, Energiezelle von dort bitte nach dort mit 3 Stück. Haut natürlich gleich wieder runter, ist egal. Und dann rüsten wir hier. Wir machen dort Geschäfte, wo die Geschäfte sind. Statte deinem alten Freund einen Besuch ab. Genau, und dann rüste ich hier jetzt einfach auch mal auf. Upgrade wird ausgeführt. Und sehe, es sind 8 Minuten. Na gut, 8 Minuten mit einer 1000er Bilanz im Plus müssten wir noch so halbwegs überleben können, sage ich mal. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich kann nicht gut mit Waffen umgehen. Könntest du das vielleicht für mich erledigen? Machen wir. Wir machen wieder fortgeschritten, damit es ein bisschen interessanter wird, die Belohnung höher. Ich gucke nur mal nach. Ich könnte hier ein Schiff upgraden. Bin ich dann ziemlich pleite wieder? Mache ich trotzdem. Du hast das Ding gerockt. Ja, gerne. Und dann starten wir das einfach mal.
Hier, siehst du den Schlamassel? Die Transmitter erzeugen überall Interferenzen und sie werden auch noch von Schlachtschiffen bewacht. Ich würde mir gern von Dr. Eigenbrödler erklären lassen, wie wir damit fertig werden sollen. Ein Glück, dass du uns nicht hängen lässt. Vor langer Zeit haben die Leute geglaubt, dass der Mond für das Wetter verantwortlich ist. Wir werden beweisen, dass das stimmt. Naja, ganz so ist es ja nun auch wieder nicht. Hui, da kreuzt man wieder ein großes Schlachtschiff. Und bevor wir uns mit der Hauptmission beschäftigen, klicke ich mal auf die Nebenaufträge. Mir ist bewusst, dass die Gefahr groß ist. Wir haben... Leute müssen aufgehalten werden. Wir werden sie aufhalten, mein Freund. Keine Sorge. Wir haben tiefgefrorene Forschungsobjekte an Bord, die um keinen Preis gefährdet werden dürfen. Folgen Sie dem Kreuzer mit Ihrem Fahrzeug. Nein, das machen wir jetzt natürlich nicht, denn das mache ich erst zum Ende. Hör mal, ich würde es ja selbst machen, aber der ganze Krach und die Schießerei... Wenn Sie mir eine kleine Flotte da lassen, dann könnte ich hier Versorgungslinien einrichten. Liefern Sie zwei Unterstützungsflotten an ihn. Machen wir. Aber bevor ich das mache... Cassian möchte, dass Sie dieses Problem beseitigen. Minen sind besonders wertvoll. Die Rohstoffe sind ziemlich teuer. Ein Sprengen wäre eine Vergeudung. Finden Sie Landminen an Land. Okay. Ich vermute... Da muss ich jetzt hier praktisch die Eiskarten absuchen und was anklicken. Zum Beispiel da. Oder dort. Oder hier nicht. Diese Suchaufgaben sind ein wenig, naja. ja. Was soll man dazu sagen, ne? Sie sind ein bisschen stupide, merkwürdig. Besonders, weil man so gotteshandgleich die Sachen plötzlich aufliest und dann verschwinden sie einfach. Und dann muss ich sagen, das hätten sie vielleicht weglassen sollen. Aber sie wollten halt, dass man auch zwischendrin mal was anderes macht, außer nur sich seine eigene Siedlung angucken. Also man soll halt auch mal die anderen Landkarten sich ansehen. Ist aber vielleicht ein bisschen oft drin. Wie oft muss ich das noch machen? Zwei fehlen. Jetzt ist bloß die Frage, wo sich diese zwei Minen noch verstecken. Ich gebe zu, ich habe sie jetzt spontan... Halt, da war nichts. Nein. Ich habe sie jetzt spontan da noch nicht gesehen. Was ein bisschen schade ist. Vermutlich habt ihr sie schon 300 Mal gesehen, während ich hier durchklicke. Nur, dass ich mal wieder so blind bin. Da sind sie nicht. Wie sieht es hier unten aus? Auch nicht. Hier war ich, glaube ich, schon. Ja, ha. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo haben sie sich versteckt, die Minen? Da ist noch eine. Und wo ist die letzte? Die letzte kleine Kiste. Wird doch wohl hier irgendwo sein. Optisch gut zu sehen. Da ist sie auch nicht. Hier ebenfalls nicht. Da hinten ebenfalls nicht, auch nicht. Jetzt bin ich langsam aber sicher mit meinem Latein, glaube ich, am Ende, weil ich denke fast, ich habe alle Karten einmal überflogen. Sie nicht gesehen. Ach, da. Ja. Ihr Ruf ist wahrlich begründet. Geht doch. Cassian dankt Ihnen. So, wo waren jetzt meine Schiffe? Ach, da unten. Andere Ecke und los geht's. Na dann. Los geht's. Alles versenken, was da ist. So, dann gucken wir mal, ob wir diese Mission hier einfach mal hinkriegen. So ein bisschen stupide ist das Ganze, ja? Kampfstationen, sie greifen an.
Schilde umgeleitet. Alle zum Einsatz! Und der heilt sich auch noch. Ist das gemein? Feuer frei. Ist das gemein, dass die Dinger sich heilen können? Und ich muss mal doch mal reparieren. Ich bin ja hier im etwas schwierigen Schwierigkeitsmodus. Also gut, richtig schwierig ist er nun auch wieder nicht, aber eben ein bisschen schwieriger als normal. Und da muss man schon ein bisschen aufpassen. Mach mal einfach so. Genau. So. Dann habe ich das auch versenkt. Ne? Ihr habt mein Schlachtschiff versenkt. Mein Schlachtschiff. Nein. Spaß beiseite. Sammeln das mal ein und werden hier mal... Schilde. Ja, dann könnt ihr nämlich schießen, so viel ihr wollt. Meine Schiffe haben Schilde und die halten ein bisschen was aus. So, wo muss ich hin? Ich fahre mal hier runter. Ja. Ich denke, das ist ein guter Plan. Oh, nein, nein, da lang erst. Erst das da. Und sollten meine Schiffe nicht zu sehr... Ja, das geht noch, das lassen wir. Sind unterwegs. Wir schießen das aber da hinten ab. Nehmen die beiden Teile mit. So eine Unterstützungsflotte und ein Raketenschlag sind immer gut. Die kann man nämlich immer gebrauchen. Und dann fahren wir und zerstören noch das Iridium-Lager. Denn Iridium brauche ich ja auch immer für Upgrades. Da kenne ich nichts. Gar nichts. So, das haben wir auch. Und dann kann ich hier unten hoffentlich mal die Schiffe versenken. Ich habe den Eindruck, die Nuklearraketen sind hier heute ein bisschen stärker als sonst. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Dann schieße ich mal hier auf das Ding. Wir werden beschossen.